Willkommen zurück, liebe Leute, zu Let's Play The Legend of Zelda Breath of the Wild. Ja, jetzt heute kommentiere ich wieder. Ja, so wie ihr das gewohnt seid, das wollt ihr auch. Was machst du gerade? Und diese Kiste hier arbeiten. Mhm. Denn ich hoffe darin, die Lösung zu erhalten. Aber ich kann sie nicht. Reiseschild haben wir hier. Sehr schön. Vielleicht kann ich die Kugel von hier aus. Das bringt nichts. Das ist gar nicht so easy alles. Irgendwie. Irgendwie, ja. Ja, keine Ahnung. Was war ich ist. Ja, wenn ihr den Part hier seht, lasst mich kurz überlegen. Man sollten kann Objekte anhalten in der Zeit und dann draufschlagen und am Ende kriegt ihr den ganzen Schaden ab. Und fliegt mit einmal weg. Lol. Ja. Also, wenn ihr den Part seht, dürfte es, wenn ich ein bisschen verrechnet habe, der letzte Part für heute von Sonntag sein. Weil ihr am Tag des Uploads haut. Damit kannst du ungefähr merken oder denken, wo wir gerade bei sind. Aber es passt. Ich bin zuversichtlich, dass wir das hinbekommen, die Pate für die Woche über zu produzieren. So. Ein weiteres Zeichen der Bewährung. Sehr schön. Definitiv. Ja, ich habe mich jetzt zu dem entschlossen und glaube, das findest du bestimmt auch gut. Wochentags bringe ich immer zwei Pate Zelda, Wochenende drei. Da bin ich gut drin. Und das schaffen wir. Wenn wir uns einmal die Woche treffen und ein bisschen aufnehmen, dann schaffen wir das. De facto. Das steht gerade auf. So, wir haben es geschafft. Und jetzt kriegen wir auch die Truhe raus. Es wird gespeichert. Halleluja. Und wir kriegen das hier weg. Nice. Und zwar? Anhalten. Und jetzt? Und? Bye bye. Lol. Hast du das gesehen? Und die Truhe ist, glaube ich, uns sehr in Bedeutung. Bogen! Cool. Oh. Oh. Ja, gut. Ja, jetzt musst du umräumen. Ich frag mich gerade, wo ist das Pferd von Zelda? Nein, Achtung, ich frag mich nur, wo ist das Pferd von Zelda? Vermutlich kriegen wir das später noch vom alten Mann, ho, ho, ho. Wollte ich mal hoffen. Weil mit denen, durch diese richtig geile Open-World-Welt zu reiten, ey, das wird geil. Das sage ich einfach mal random voraus. Voraussagen von dir. Wer will die schon hören? Ja, ich kann voraussagen, so wie der alte Mann. Der alte Mann. Definitiv. Ah, jetzt fühle ich mich beleidigt. Oh. Jetzt hast du ihn beleidigt. Alles klar. Ich habe sieben Feuerbälle, läuft. Drei Explosionen und 13 Feuer. Ich bin ganz gut. Ich bin voll gut. Nee, ich war.
Sag das mal um Tendo. Warum denn? Warum nicht? Ich will mal dieses Schild hier. Das ist besser. Außerdem kannst du mal Stats. Hm. So, das wird ganz gut. Erzähl, was machst du? Ich hol mir jetzt den Bogen. Den Reisebogen. Den Reisebogen. Da ist also diese Teleporter-Funktion. Kann mich jetzt und dort, wo wir jetzt sind, wie gesagt, der ja, Teil. Ich kann mich hier teleportieren. Lol. Siehst du den Teil hier? Nur mal so das Info. Den Kartenteil, der hier normal ist, also der nicht blau ist. Das ist 1%. Ja. Ich sag's nochmal. 5-mal, glaube ich. Um es zu realisieren, ja, aber es ist noch 7 Parte. Nur mal als Erinnerung für Leute, falls ihr vergessen habt, das ist 1%. Krass, ne? Wir sind jetzt beim, lass mich lügen, 7. Part oder so. Und wir haben nicht mal 1%. Die 400 Parts sind voll sicher. Halleluja. Das wird krass. Na? Aber ist eigentlich ganz chillig so. Die Kontrolle halten eigentlich auch echt lange, ne? Heute Nacht kann man die aufladen, kann man morgen das weiterspielen. So. So, ich hab eine mega Idee. Was geht hier ab? Wenn da jetzt Kobolde sind, ja, nice. Dann such dir mal. Da ist eine Fledermaus und die ist böse. Hilfe, ich kann nicht machen. Aua. Und wer ist die? Einfach wie so ein fliegender Baseball. Flieder. Die koche ich mir jetzt in der Flederbeißflügel. Mach das, koste dir. Da geh ich nicht rein. Da ist ein Sumpf. Ja. Ach, was du nicht sagst. Aber wenn man mal sieht, hier das Wetter ist hier zum Beispiel ja nicht so gut, wie du siehst, aber es kann auch regnen, glaube ich. Ja, das ist halt auch, kann auch ganz schlimm. Und das ist was? So, okay. Ja, das ist der coole Effekt. Also ich finde es immer so geil, wie das aussieht, so wenn du den Magneten an hast. Das sieht sehr, sehr schön aus, muss ich schon sagen. Ich will da nicht hin. Aber da sind zwei Schätze. Tja, wollen oder nicht wollen? Was ist das? Das ist die Frage. Nee, das ist der Stein. Ach, guck mal, das ist doch mal angekettet. Lol. Welche macht es stärker? Seine. Oh Mann. Na dann, vielleicht soll ich ihn oben reinpacken. Yay, geschafft. Nein. Du musst ja da drin ist, dann die Kraft loslassen. Ach man. Oh, das ist reingefangen. Sehr schön. So kleine Passen zwischendrin, auch ganz lustig. Das hast du sehr schön gemacht. Ja, was denn? Nein, alles gut, ich bin ruhig. Hab ihn. Komm schon. Och, Alter. Dieses Ding. Es regt auf. Jetzt will ich nicht reinbleiben, weil ich die Kette nicht bekomme.
Ah, ich bin mal gespannt, ob du den jetzt reinbekommst. Es sieht gut aus. Nein! Lächerlich. Ich glaube, das ist irgendwas, was das verhindert. Wer sagt denn, dass das da rein muss? Das passt da rein, also. Jetzt. Yay, geht doch. Lol. Ja, ich muss so. Oh, wieder ein Krog. Ui, du hast ein bisschen stacked. Ah, Krogsam. Tschüss. Och man, ich wollte. Und schon verschwindet er wieder. Ja, du verreckst da. Scheiße. An dem Sumpf. Ich hab's kapiert. Ja, tschüss wieder raus. Das hat die ein Leben gekostet. Umso schneller ich da dran. Umso länger ich da drin bleibe, umso gefährlicher wird's. Ja, Mai, wenn du halt mit deinen. Wenn du bist und deinen Kopf mit Wasser, mit den Sumpfseuchen drin bist. Nein. Kann es so schief gehen. Ich geh. Nein. Das ist egal. Guck mal, wenn ich am Rand stehe. Da passiert nichts. Ja, du tust ja irgendwann einsacken. Ja, irgendwann sack ich dann nämlich komplett ein. Aber es liegt einfach daran, dass der. Ja, das ist ja bei den Sumpfen so, da kann man einsacken. Das ist ein Sumpf mal lieber. Ein Sumpf ist ein Sumpf, weil man da einsacken kann. Oder einfach reinspringt und verreckt. Alles klar. Ich will die Schätze haben. Das beiße mal lieber ab an dieser Stelle. Sag, das beiße mal lieber ab. Ich weiß nicht, wo ich den letzten Speiserpunkt gesetzt habe. Am Ende kommt es dann irgendwo anders raus. Die Speiserfunktion finde ich ganz gut. Dass es auch von alleine speist. Das finde ich doof, dass es da einfach irgendwie nur eine Spielerteil gibt, aber. Ging auch deshalb, weil du erst Abspeis hast. Ging auch deshalb. Ja, gut, ich wollte es runter eigentlich. Da stand ja so. Ah, runter. Vielleicht ich dann noch rüber. Rüber ziehen. Ah. So, das Rätsel raten. Ich hab's. Das könnte es sein. Ich brauch den großen Stein da. Ah. Guck mal. Ja? Ah, das macht Sinn. Wetten, dass du das falsch. Ja, das war. Hey! Wieso war mir das klar? Wieso war mir das klar? So, was ist hier drin? Also Erinnerung, wir suchen doch immer noch die letzte Zutat für was Wolf, war es geht.
Lol. Der Sumpf ist weg. Hyrule Bars. Das ist kein Sumpf, Junge. Das ist das Wasser um den Schrein. Und wo ist der Sumpf hin? Der ist dahin. Achso, ja. Ja, sorry, ich war gerade woanders mit meinen Gedanken. Ah, guck mal, hier ist die Heilpflanze. Das ist interessant. Ja, Gras wächst überall. Hm. So. Erstmal Fische fangen. So, das ist auch eine Sache, die fällt mir gerade ein, weil ich weiß den Anfang gut wie auswendig. Bei Twilight Princess HD muss man als erstes, oder auch beim Original Twilight Princess, da muss man als erstes einen Fisch fangen und den eine Katze geben. Das ist eines der ersten Aufgaben vom Spiel. Ist auch ein sehr gutes Spiel, by the way. Ah ja. Steht wie originell. Ah, sehr schön. Versuchen wir das mit so einem Felsbrocken. Ja, keine Ahnung. Also was du dir da versucht hast. Ey, ich dachte, die wollen, dass man kreativ so nicht dran einen Steg. Kreativ. Ein Steg. Ich weiß. Und du läufst gleich ins Wasser. Ich weiß. Wenn ich ins Sumpf. Wett, dass du jetzt aus was in den Sumpf fallen lässt. Ich würde zulachen. Ja, du bist voll freundlich. Was ist das halt wirklich? Das Ding ist so. Viel Spaß. So, jetzt werde ich noch viel Spaß haben. Geht es leichter als so. Yes! Gänger, das war mir so klar. Das war mir so klar. Was hast du da? Wieso, wirklich, ich hatte gedacht, beide zu sagen, Bett, du fällst jetzt runter. Da machst du es einfach. Du bist sehr gut. Applaus. Und das ist eine geile Beendigung vom Part. Im nächsten Part machen wir den ganzen Zeiss jetzt nochmal. Ciao, bis zum nächsten Mal.